Hallo Leute, hier sind wir wieder bei Titanic Mystery. Ja, ich meine doch Part 23. So, es ist wieder ein bisschen Zeit vergangen und ja, ich bemühe mich, das ja jetzt wöchentlich hochzuladen und ja, wir gehen mal ins Krankenhaus. Da waren wir ja noch nicht. Obwohl man genau weiß, dass die Titanic über fünf. Was nur über wenige Rettungsboote verfügte, wie komme ich auf eine 5, ist es vielleicht noch tragischer zu wissen, dass fast 500 Plätze in den vergangenen Rettungsbooten, vorhandenen Rettungsbooten leer geblieben sind. Ja, zusammenreißen wir mal. So, wir sollen, was? Musikinstrumente finden. Das kann ja alles sein. Das da ist doch ein Musikinstrument. Hier, hier und hier. Hier. Jetzt kommt der hier noch bestimmt irgendwo mit einem Triangel. Was? Ein Mikro? Ach nee, das ist ja kein Instrument. 10 noch 3. Da ist eins. Haben wir denn noch was? Das ist ein Schläger. Nee, 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 nee. Nee. Nee, nee, nee. Das ist ja nichts. Nee. Nee, ist ja, ein Instrument ist ja etwas, worauf man spielen kann. Eine Glocke ist ja auch okay. Mein Gott. Ja, ich sehe hier aber wieder nichts und ich habe hinten einen Rettungsboot. Und ich meine, hier war doch noch irgendwo ein Anker da oben, okay. So, okay. Ja gut. Du hast alle 10 Gegenstände gefunden. Mauszeiger, danke schön. Ja, also, wir suchen, wir suchen, wir suchen so. Das will er nicht, ne? Da ist das Rätsel. Ein was? Ein Hut. Der ist hier. Oh. Ich hoffe nicht, dass ihr gerade die Meldung aus Skype gesehen habt. Lalalala, das haben wir jetzt gekonnt übersehen. Ja, also. Ich weiß nicht, was ich gerade reden soll. Ich hatte eine anstrengende Woche, eigentlich wieder mehrere Wochen hinter mir. Einfach, ja, nee, wundert mich. Ach so, vielleicht sollte ich mal lesen, ne? Ja, was wundert mich denn? Ja, nö. Das irgendwie, einerseits finde ich dieses Spiel halt doof. Und andererseits, weiß ich nicht, ich spiele es ja schon alleine zu Ende, weil, ja, ich meine, sonst hätte ich schon locker dieses Spiel generell abgebrochen. Aber ich spiele es ja einfach nur weiter, weil erstens einmal, soll man halt auch mal. Selbst wenn dann das Spiel jetzt nicht unbedingt zusagt, auch mal zu Ende spielen. Na? Ich meine, es sei denn, wir hätten jetzt so ein fundamental schweres Problem. Aber das ist ja hier jetzt nicht so gegeben, ne? Ein Dreieck und ein Anker. Eins von beiden oder so. Ein Dreieck. Damit ist kein Geodreieck gemeint, denke ich. Gehen wir mal strategisch. Hier ist das Dreieck. Das ist aber irgendwie. Naja, doch nicht. Und ein Anker. Ist doch bestimmt wieder super toll versteckt. Das ist ein Blatt. Ich sehe den Anker nicht. Ah ja, machen wir das so.
Ach, toll. Ah, das ist ein Anker? Na gut. Gesehen haben wir ihn ja. Naja, auf jeden Fall ist es halt so eine Sache mit dem Spiel und so und man weiß eben nicht. So, das kennen wir ja schon. Bewege die Uhrzeiger, um zusammengehörige Nummern und Buchstaben zu finden. Verwenden Schaltertaste, bla. Ey, ich hab doch drauf gedrückt. Bäh. Was haben wir denn? 9 A, B, C, D, E. Ist erstmal die 5. F. Dann kommt das H und an neunter Stelle des Alphabetes ist dann das I. Ist das ein... Oh, das höre ich ja selber nachher. Ich glaube, ich sollte mal die Hand vom Mund wegnehmen. So. Genau. Wing und ich waren in... Speisesaal. Mein Gott. Der dritten Klasse zum Abendessen und zogen uns dann in unsere Kabine zurück. Frau Hutchins kam zurück und lud uns ein, mit den anderen Passagieren im Aufenthaltsraum einen vergnüglichen Samstagabend zu feiern. Sie sagte, die Leute vergnügten sich sehr, tranken viel und tanzten, aber im Moment wollte ich keinen frivolen Abend feiern und schlug deshalb die Einladung höflich ab. Ja. Wir gehen mal gucken. Ja, wir gehen auch in den Maschinenraum rein. Oh, das ist ja schön. So eine Note. Die Höchstgeschwindigkeit der Titanic lag bei 23 Knoten. 29 Dampfkesseln versorgten die Maschine der Titanic mit Dampf. Natürlich war die Geschwindigkeit Teil des Problems. Denn wäre die Titanic langsamer gefahren, hätten sie den Eisberg vielleicht nicht gerammt. Ja, Schraubschlüssel, 10 Stück finden. Hey. Ja. Hier ist einer noch. Da ist ein großer. Das ist aber kein Schlüssel. Oh, ja, so Mann. Das ist auch keiner. Nee. Aber hier ist einer. Jetzt mal schauen. Ne? Gehen wir das Ganze mal systematisch von oben so durch. Das ist aber kein Schraubschlüssel. Ach nee, hier haben wir ja was. Mal sehen, ob wir. So, geht doch. Ja, wir haben 10 Stück gefunden und so. Jetzt sollen wir Gegenstände finden. Eine Flügelschere. Das war doch bestimmt nicht das. Hier ist es. Und. Na gut, aber ich hatte es gerade auf diese Teile hier abgesehen. So. Okay, Flügelschere, eine Kanne. Haben wir eine Kanne? Eine Kanne, eine Kanne. Eine Sanduhr. Die Sanduhr. Wo haben wir sie denn? Meistens groß, aber hier ist das Mikroskop. Da haben wir noch die Geflügelschere. Aber die Sanduhr. Das ist hier Cocktail-Dingsbums. Haben wir das? Hier unten ist schon mal der Eimer.
Drache, Maske. Maske? Maske habe ich doch irgendwo hier gesehen. Da. Schraubenzieher. Mit Taschenlampe. Ja. Nee, da meine ich doch. Und Buch. Ein Buch bei uns sonst auf der Fahrt. Aber hier ist der Drache. Wo. Hier ist die. Ah nee. Wo ist denn das Buch? Mein Gott. Das werde ich ja wohl noch kriegen von dem Gebimmel. Hier ist die Sanduhr. Und das Buch ist hier. Und jetzt fehlt noch die Kerze. Die Kerze. Da oben. Dann gucken wir mal. Jo. Ob wir das Rätsel noch hinkriegen. Ja, komm. Hallo. Ich möchte... Was möchte... Fehlt da noch ein Teil? Ach. Muss man ja auch erstmal wissen. So, dann mal gucken. Kombiniere den Inhalt der Wassertanks, um den großen Tank mit 6 Einheiten Wasser zu füllen. Verwende die Aufwärts- und Abwärtspfeile sowie die seitlichen Pfeile, um die Tanks zu füllen, zu leeren und den Inhalt zwischen ihnen zu umzufüllen. Ja, aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge, weil wir haben jetzt gerade nur noch eine Minute. Also, bis gleich.